In diesem Video geht es um Skizzenbucharbeit. Ich gebe dir einen kleinen Einblick in meine Arbeit im Skizzenbuch. Ich plane gerade eine Serie mit Baumbildern, habe meine Fotos durchsucht, habe schöne Winterbaumbilder gefunden, die ich gesammelt habe, und ich möchte einfach mit diesen Fotos anfangen, im Skizzenbuch zu arbeiten, um mich ein bisschen an das Thema heranzutasten. Und dabei kannst du mir gerne zuschauen. Ich habe also bei der Entwicklung keinen wirklichen Plan. Ich habe allerdings ein Motiv, das seht ihr hier. Und zwar interessieren mich diese Winterbäume. Die Winterbäume, die begleiten mich schon natürlich seit vielen, vielen Jahren, weil ich sammle Fotos immer im Winter und mich faszinieren die Schatten und mich fasziniert das Licht und mich faszinieren die neutralen Töne. Und in diesem Jahr möchte ich gerne mich mal mit dem Thema beschäftigen und das auch in einem größeren Bild entwickeln. Und bevor ich das anfange, schaue ich mir einfach meine Fotos an, mein Fotomaterial, und beginne einfach mal in meinem Skizzenbuch. Und bei mir ist es so, dass ich, bevor ich auf die Leinwand gehe, gerne erstmal das Thema ein bisschen erforsche. Außerdem, wenn ich wenig Zeit habe im Alltag für größere Sachen, hilft mir das, diese Skizzenbucharbeit, einfach ein bisschen am Ball zu bleiben. Also ich habe dann nicht das Gefühl, ich brauche am Tag 3 oder 4 Stunden unverplante Zeit, sondern ich habe das Gefühl, ich kann auch mit weniger Zeit mich meinen Ideen nähern. Und du siehst schon, wie ich hier anfange, man sieht es sehr, sehr schwach. Gleich wirst du es ein bisschen stärker sehen. Also ich schaue auf das Foto und dann erkunde ich das Foto mit Linien. Die Linien, die helfen mir einmal, die Bildfläche ein bisschen zu strukturieren und einfach mal zu spüren, was da eigentlich los ist in diesem Foto. Es ist nämlich ein Unterschied, ist wirklich ein Riesenunterschied, ob du das Foto einfach nur anguckst oder ob du es beim Anschauen zeichnest. Das, was du zeichnest, das tust du förmlich. Und das Anschauen alleine ist eher passiv. Von daher, wenn du ein Foto von dir erkunden willst und sehen willst, was da für ein Potenzial drin ist, dann würde ich dir wirklich ganz dringend empfehlen, es einfach gleich zu zeichnen. Dafür sind diese Skizzenbücher toll. Dieses Skizzenbuch ist, weiß Gott, nicht sehr hochwertig. Also es ist, wenn man das Klebeband abzieht, also ich mache manchmal so Klebebänder, Ränder hier, siehst du ja. Und wenn man das abzieht, dann beschädigt das Papier ein bisschen. Aber mir macht das eigentlich nichts aus, weil ich hier ganz frei bin, meinen Ideen nachzugehen. Und es muss nicht gelingen und es ist einfach wie so ein, wie ein Experiment, kann man sagen, ja. Und ich habe jetzt schon zum Beispiel hier diese ersten Linien ein bisschen festgelegt. Und dann habe ich so ein Gefühl für das, was das Bild mir eigentlich geben will. Und dann löse ich mich wieder von diesen Linien und trage dann, ich mag ja im Skizzenbuch gerne ohne viel überlegen einfach anfangen, ja. Also was uns abhält vom Malen ist, dass wir zu viel denken. Und deswegen versuche ich im Skizzenbuch einfach dieses Denken erstmal abzuschütteln. Ja? Und das tue ich, indem ich einfach loslege und dann einfach anfange, ohne so viel zu planen. Es darf sich auch irgendwie in eine andere Richtung entwickeln. Hauptsache, du kommst ins Tun. Ich orientiere mich selbstverständlich ein bisschen an diesem Foto, weil das Foto ist im Grunde genommen wie so eine Art meine Orientierung jetzt. Aber gleichzeitig versuche ich schon auch mit den Werkzeugen so umzugehen, dass sie mir schöne Spuren machen. Und da nähere ich mich jetzt so langsam, versuche nicht zu nass zu arbeiten. Ich nähere mich praktisch dabei auch ein bisschen dem Motiv. Wenn du mich fragst, was habe ich da jetzt für einen Plan? Im Skizzenbuch habe ich nicht so viel Plan. Also wenn ich es jetzt so ein bisschen reflektieren müsste für dich jetzt im Video, weil du dir das jetzt anschaust, dann würde ich sagen, ich trage jetzt gerade erstmal die Bunttöne auf. Im Winter gibt es ja nicht so viele Bunttöne. Das ist jetzt hier in diesem Fall dieser
dieser helle Ockerton, ja, den ich nachher auch noch verändern kann. Ich will auch einfach erstmal sehen, wo ist das Licht, ja, wie fällt das Licht und wie ist die Dynamik im Bild. Und zuerst fange ich einfach mal an mit transparenten Farben. Ich habe immer ein paar Restfarben auf meiner Palette vom Vortag. Manchmal verwende ich die erstmal, ja, ohne mir irgendwie was Neues zu mischen. Also ich versuche den Aspekt der Planung gering zu halten, weil je mehr du planst für dein Bild, desto mehr Zeit brauchst du und das bremst dich aus. Also wenig Zeit im Alltag bedeutet, nutze jede Gelegenheit, um auf einfache Art ins Bild zu gehen. Sonst kann es sein, dass du den Kopf voller Projekte hast und keines wirklich verwirklicht, weil du einfach zu wenig Energie hast, deinen Plan umzusetzen. Also, ich spreche einfach aus Erfahrung und wir Kreativen, wir haben sowieso tendenziell immer mehr Ideen als Zeit. Also, das ist ein chronisches Problem. Es ist aber kein Problem. Das liegt einfach daran, weil wir extrem empfänglich sind für Ideen, für Impulse. Wir sind einfach äußerst kreativ, wir haben eine starke Vorstellungsvermögen. Das heißt, im Kopf geht bei uns eigentlich immer so die Post ab. Aber die Umsetzung ist natürlich viel, viel langsamer, ne? Also es ist viel, viel langsamer, eine Idee umzusetzen, als einfach nur davon zu träumen. Ich meine, das ist logisch, aber es kann manchmal frustrierend sein. Deswegen würde ich dir raten, für so ein Skizzenbuch, dann hast du jedenfalls wie so eine kleine Idee von dem, was dir vorschwebt. Und es kommen auch Zeiten, in denen du dich wieder mehr konzentrieren kannst, wo mehr Zeit da ist und dann kannst du so einer Idee nachgehen. Also du siehst, ich bin jetzt einfach nur aquarellartig auf einem gessogrundierten Papier male ich. Das gibt mir schon so ein bisschen Textur. Es ist nicht kompliziert. Du siehst es darf nicht kompliziert sein, sonst kommst du gar nicht in Gang. Und es darf auch in Schichten sich entwickeln. Das versuche ich jetzt gleich auch mal ein bisschen zu entwickeln, dass ich in Schichten vorgehe. Und ich sage mal, von der Zeit, die ich jetzt hier einsetze, würde ich mal sagen, der erste Wurf darf einfach 20 Minuten sein, nicht mehr. Dann kannst du es trocknen lassen und dann kannst du da noch wieder drüber gehen. Und für eine Skizzenbuchseite brauchst du nicht mehr als 20 Minuten. Ja? Klar, kannst du dann nicht groß die Details ergänzen, aber du hast auf jeden Fall das Ganze, also deine Vision, die du hattest, ja, die hast du in einem einfach mal festgehalten. Und das ist anders als fotografieren, weil du kommst auch in ein anderes Gefühl zu deiner Arbeit. Also du verbindest dich mehr mit dem, was dich ursprünglich an dem Foto interessiert hat. Sonst haben wir massenweise Fotos bei uns liegen und sind irgendwie doch ein bisschen unzufrieden, weil wir nie was damit gemacht haben. Versuch einigermaßen so wie die Farben zu treffen, aber auch sehr, sehr spielerisch. Und was ich natürlich jetzt erlebe, anders als nur es sehen, ich sehe, dass das Motiv aus einem starken Wechsel von Licht und Schatten lebt. Das heißt, diese ganzen vertikalen und diese ganzen diagonalen, die sind wie in so einem Teppich miteinander verwoben. Das wäre jetzt, wenn ich es analysieren würde, das formale Thema dieses Bildes. Aber wir wollen das ja nicht nur analysieren, sondern wir wollen es ja tatsächlich auch gestalten, ja? Aber wenn ich es dir jetzt erklären müsste, dann würde ich sagen, also das Bild lebt von dem Wechsel von diesen Baumstämmen, die nach oben ragen und den Schatten, die schräg nach unten ragen. So. Und das ist es eigentlich schon. Aber jetzt siehst du, und das Thema ist eigentlich jetzt schon gestaltet. Wenn du jetzt also wenig Zeit hast in deinem Alltag, dann wäre das schon ausreichend. Mehr bräuchtest du nicht zu machen. Das ist das, was ich eigentlich jetzt
dir heute als Tipp geben wollte. Mach nicht zu viel, weil wenn du den Anspruch hast, sehr viel zu machen, kann es sein, dass du dann nachher am Endergebnis gar nichts machst. Du lernst bei dieser Skizzenbucharbeit auch eine Art von schneller Umsetzung deiner Idee. Alle Künstler haben ihre Ideen skizzenhaft festgehalten und durchgespielt. Es gibt ja immer wieder auch unterschiedliche Möglichkeiten. Guck mal, jetzt gehe ich mit dem Blau da rein und ich kümmere mich nicht zu viel um, ja, dass ich jeden Stamm jetzt male. Was eher interessant ist, dass es einen Rhythmus gibt zwischen Blau und Baum. Ja, Blau, also Blau, Himmel, Baum, so. Und dieser Rhythmus, den beobachte ich wieder ein kleines bisschen, weil mich das interessiert, weil das Bild, dem Bild einen Rhythmus hier gibt. Es gibt Stellen, wo es größere Baumlücken gibt und manchmal stehen die Bäume enger. Und daraus entsteht gestalterisch schon eine interessante Abfolge hier. Also wenn wir von einem Motiv malen, dann malen wir nicht mit dem Fokus, ich muss das jetzt alles wiedergeben. Okay, wenn ich jetzt fotorealistisch malen würde, dann wäre das mein Ziel, das genauso wiederzugeben. Mein Ziel ist es eigentlich ja eher, eine malerische Entsprechung zu finden für das, was ich hier erlebe. Ich verbinde mich einfach mit dem Motiv, ich komme in Kontakt und ich bekomme einfach auch Lust, dieses Motiv weiter zu malen. Das wäre jetzt so ungefähr die erste Schicht von dem Motiv. Ich weiß nicht, bei wie vielen Minuten wir jetzt gerade sind. Wir sind vielleicht jetzt bei 10 Minuten, aber ich habe jetzt auch viel geredet. Jetzt würde ich praktisch das vielleicht trocknen lassen oder ich nehme jetzt wieder meine Stifte. Das sind jetzt normale Pastellkreiden, die sich ja auflösen. Du kannst alle möglichen Stifte nehmen, auch Bleistifte und kannst praktisch wieder hier drüber malen. Wenn du auf einer Seite malst, die mit Gesso grundiert ist, dann hast du gute Chance, dass dein Pastellstift schön hält, also dass der sich festkrallen kann. Und dann gehe ich in der nächsten Schicht wieder, beobachte mein Motiv und versuche dieses Muster. Es geht hier eigentlich bei dem Bild um ein Muster. Das Muster ist das Muster aus Diagonal und Vertikal. Und übrigens kannst du deine Bilder immer untersuchen nach Mustern. Welche Muster du in deinem Bild erkennst. Muster geben dem Bild eine Einheit. Muster müssen nicht unbedingt grafische Muster sein, also wie jetzt Blumenmuster oder geometrische Muster. Es ist einfach eine Abfolge von gleichartigen Formen. Das ist eigentlich ein Muster. Und dieses Muster zu suchen in der Natur, das ist deine Aufgabe als Malerin, Maler, so ein Muster zu suchen. Weil das gibt dem Betrachter wiederum eine Orientierung, gibt dem Bild eine Einheit. Also das ist jetzt schon ganz viel, was ich jetzt eben geredet habe. Das ist ganz viel, geht ganz viel über die Bildgestaltung, das, was mich bewegt, wenn ich das Motiv so analysiere. Ja, das ist jetzt ein Kohlestift, der mir hier zerbröselt. Das macht nichts. Ich kann wirklich auch ein bisschen hier rumschmieren. Die Pastellkreide, die würde sich jetzt mit Wasser wieder so ein bisschen auflösen. Ich kann das zwischenfixieren, einfach mal kurz mit dem Fixativ drüber sprühen, damit ich das nicht alles wieder verliere. Also dieser Ansatz oder diese Art, das ist beides Beobachtung und Gefühl. Ja? Also ich nehme beides mit hinzu. Also das Experimentelle jetzt hier von dem Auftrag und auch ein bisschen die Beobachtung. So, was ich auch machen kann, um das zu fixieren, ich kann insgesamt ein bisschen mit Binder darüber gehen.
Das verschmiert natürlich jetzt auch ein kleines bisschen, aber das macht mir jetzt nichts. Ich zeige dir das jetzt gerade mal. Also wenn ich vorsichtig hier drüber gehe, dann verschmiert mir meine Linie ein bisschen, aber sie ist auch damit fixiert. Zu nass arbeite ich auf dem Skizzenbuch nicht, weil je nasser ich arbeite, desto schneller muss ich aufhören. Das heißt, das ist so ein bisschen, ich fang so sachte an und versuche so lange wie möglich an dem Bild arbeiten zu können, ohne dass es mir wie versuppt. Ja? Sonst musst du zwischendurch jetzt das einfach föhnen. Und ich geht ja auch um Spuren, geht um interessanten Farbauftrag. Also auch der Spachtel darf mal verwendet werden. Ich kann dann mit dem Spachtel drüber gehen und das, was ich abgetragen habe, kann ich irgendwo wieder aufsetzen als Spur. Das ist jetzt so wirklich der experimentelle Teil da dran. Und jetzt gehe ich natürlich ein bisschen wieder in die Definition, gucke, was ich da noch für Farben finde. Hier im Hintergrund gibt es ja noch diese Farben von den Bäumen. Und jetzt ergänze ich mit wenig Farbe da einfach noch die Farbnuancen, die ich noch entdecken kann. Fleckhaft, ohne jetzt pingelig zu sein. Es darf auch immer gerne wieder etwas übermalt werden. Also du kannst das Blau übermalen und dann das Blau wieder über das Grün machen. Also wie so ein bisschen so hin und her malen. Das gibt malerisch eigentlich noch interessantere Stellen. Also du musst jetzt nicht Grenze an Grenze malen. Also gerade jetzt im Skizzenbuch geht es ja wirklich jetzt um eine vereinfachte Version und vielleicht, dass du wirklich das Motiv malerisch erkundest. Wir haben die Richtung gemacht. Jetzt machen wir ein bisschen die Farbe. Wir machen das hell-dunkel. Und das sind eigentlich alles die drei wichtigsten Bestandteile eines Bildes. Ich bin in Aufnahme, macht nichts, ist unten im Büro. Kein Problem, ich schneide das alles weg. Und jetzt geht es eigentlich darum, die Schatten zu verstärken und die Lichter zu verstärken. Ja? Und so, du siehst schon, dass das Motiv eigentlich da ist. Und dass ich jetzt eigentlich alles, was danach kommt, ist die Ausarbeitung, die ich natürlich jetzt hier im Skizzenbuch nicht so intensiv betreibe, weil für mich ist das jetzt eigentlich die erste Erforschung meines Bildmotivs gewesen. Und mir macht das total viel Spaß, weil ich durch das Tun wirklich auch erlebe, warum ich ein Motiv interessant finde, also was mich an einem Motiv fesselt. Und ich kann beim Arbeiten, also beim Tun, das Tun ist das Malen, das Zeichnen, ja, kann ich es viel, viel intensiver spüren, als wenn ich nur es anschaue und es einfach nur analysiere. Also Ich setze jetzt praktisch hier stärkere Schatten und das kann ich natürlich hier hinten auch noch weitermachen. Ich kann immer gucken, jetzt auch die Bewegung von den Bäumen. Also die Bäume sollten zum Beispiel nicht überall gleich beleuchtet sein, weil
das Licht fällt halt unregelmäßig. Also will dir das kurz zeigen. Also ein Baum sollte nicht am ganzen Stamm die gleiche Helligkeit haben, sondern der darf jetzt hier zum Beispiel auch Licht haben. Dann wirkt er sonnenbeschienen. Pinsel muss man zwischendurch reinigen, damit man klare Töne hat. Und das darf ja gerne auch eine ganze Weile dauern, dass man immer noch mal nachlegt. Also schön die Helligkeiten intensiv machen. So, ich würde jetzt einfach hinten dran vielleicht noch mal eins machen. Ein zweites. Das Format des Skizzenbuchs ist ja völlig anders als mein Motiv. Das heißt, ich muss sowieso am Anfang schon gleich eine Entscheidung treffen, wie ich das setze. Bei diesem Längsformat ist es, fällt die Wahl nicht so schwer. Also ich werde hier oben den Horizont machen und den Rest, der Rest ist dieser Abhang. Der Abhang von den, ja, der Abhang von dem, wie heißt das? Von dem Berg. Also das ist eigentlich hier einfach. Ich male jetzt ohne Stift, sondern einfach direkt rein und ich mache mir auch wirklich keine Gedanken um die Farbe. Ich weiß, dass ich die Farbe immer nachträglich korrigieren kann. Also ich mag es gerne, ins Bild zu springen, ohne viel nachzudenken. Ich denke, das kommt dir entgegen. Also ich denke, es kommt vielen entgegen, die vielleicht ein bisschen mehr einen Plan brauchen. Den habe ich natürlich im Hintergrund auch. Der ist ganz klassisch, einfach Vorzeichnung, die Grundfarben, die Grundtöne und dann Ausarbeiten. Also es gibt schon einen Prozess, aber ich habe keine Lust, mich im Skizzenbuch sklavisch daran zu halten. Und ich weiß ja auch, dass ich jederzeit das Ganze verändern kann. Diese Veränderungen, diese Korrekturen, das sind eigentlich Übermalungen. Also und Übermalungen, weiß ich aus Erfahrung, geben dem Bild einfach irgendwie eine Spannung. Ja? Ich mag sowieso gerne Bilder, die so ein bisschen einen Grad an Abstraktion haben. Und diese Abstraktion wird eben auch gefördert durch ein, durch Vereinfachung einmal, ja, durch Geste, Körpereinsatz, ja. Also ich mache hier auch jetzt gerade diese Linien, die ich in dem ersten auch angelegt habe, diese Linien, das sind meine Führungslinien, die ich entdecke und die mir wichtig erscheinen. Ich betone immer, dass das nicht unbedingt immer mit der objektiven, mit dem Objektiven zu tun haben muss, sondern das können auch, gerade bei einem Bild jetzt zum Beispiel, wo viele Bäume sind, musst du auswählen, welche dir am wichtigsten erscheinen. Du brauchst nicht alle zu malen. Das ist meistens irgendwie ein bisschen langweilig. Aber wähle die aus, die dir wichtig erscheinen. Und das habe ich vorher mit den Pastellkreiden gemacht. Das mache ich jetzt hier gleich mit Farbe. Wenn ich diesen Aufbau vor mir sehe, dann kann ich da nochmal irgendwie korrigieren, ob das gut aussieht, also ob mir diese Abstände gefallen, die Bewegung. Und ich erkunde, wie gesagt, das Motiv beim Tun. Ich male übrigens hier auf einer Skizzenbuchseite, wo schon was drauf war. Das mache ich auch oft, dass ich einfach auf etwas drüber, also auf etwas male, was vorher schon da war. Das ist ja alles interessante Spuren. Es geht übrigens auch jetzt nicht darum, exakt die Farbigkeit einzuhalten, die mir das Foto vorgibt. Also das ist ja auch klar. Ich kann mich so ein bisschen nähern, aber Hauptsache, ich halte mich so ein bisschen an das Hell-Dunkel.
Eine schnelle Art, hier Licht und Schatten noch zu verstärken, ist einfach, indem ich mit einer Lasur jetzt arbeite. Und ich mache das im Skizzenbuch wirklich sehr unkompliziert. Ich trage einfach hier ein bisschen Medium auf und verrühre das tatsächlich auf meiner Bildfläche. Das ist einfach, manchmal ist die Palette schon voll oder es ist einfach auch ja, so ein bisschen Bequemlichkeit oder ja, einfach Schnelligkeit. Ja? Also im Skizzenbuch mag ich gerne auch so schnell arbeiten, unkompliziert. Und dann trage ich diese Lasur auf mit dem Spachtel und versuche hier nochmal so ein bisschen Schatten zu geben. Auf der Seite hier kann man nicht so gut spachteln. Also das gibt so ein paar Behinderungen, weil das Papier ist einfach nicht so doll und es wälzt sich. Ja? Also die Skizzenbucharbeit, die ist deswegen befreiend, weil du wirst das nicht aufhängen. Das ist wirklich nur eine Art, das Motiv zu erkunden. Aber möglicherweise wirst du erfahren, dass du im Skizzenbuch viel lockerer bist, viel freier bist. Und da würde ich dir dann eben empfehlen, diese Freiheit dann auch mit in deine Bilder reinzubringen. Also in deine, in Anführungsstrichen, richtigen Bilder. Ja? Also das ist jetzt die Phase 4. Da beginne ich jetzt die Details zu machen, nochmal genau hinzugucken, nochmal mehr Farben aufzutragen. Aber eigentlich bin ich damit für die Skizzenbuchgeschichte jetzt am Ende. Alles andere ist Beiwerk. Aber es ist schön, wenn du Lust hast, länger zu verweilen, dann kannst du das gerne machen. Ich würde es nur nicht so extrem ausarbeiten, sondern dann lieber auf eine Bildfläche wechseln, weil es ist schade, wenn du hier was Tolles gemacht hast und es nur im Skizzenbuch ist. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen oder es hat dich einfach inspiriert, dein Skizzenbuch zu nehmen bei der Entwicklung deiner Bildprojekte. Und auch gerade, wenn du wenig Zeit hast im Alltag, dann ist das Skizzenbuch eigentlich dein bester Freund. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir über die Schulter zu gucken. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass es dich inspiriert hat, mit deinen eigenen Fotos auch so umzugehen. Sie einfach in deinem künstlerischen Tagebuch oder nenne es in deinem Skizzenbuch mit einfachen Linien und Flächen zu erfassen. Dann bist du sofort im Bild und du wirst sehen, es ist gar nicht so schwer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mehr von diesen Videos möchtest und auch längere Videos sehen möchtest, wie ich ein Bild aufbaue, dann empfehle ich dir mein Kunstabo. Das ist eine mitgliederbasierte Online-Akademie, bei der du mit einem geringen Monatsbeitrag ganz, ganz viele Videos und Anleitungen bekommst. Auch Feedback ist darin inbegriffen. Und wenn du Lust hast, tiefer in die Elemente der Bildgestaltung einzusteigen, das heißt zu verstehen, wie ein Bild aufgebaut ist und was dazu beiträgt, ein Bild kraftvoll und stark und aussagekräftig zu machen, dann lade ich dich sehr, sehr herzlich ein, auch meine Masterclass
in Erwägung zu ziehen. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du mich gerne anschreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gib mir bitte einen Daumen hoch für dieses Video. Das hilft mir sehr viel weiter. Vielen, vielen Dank. Bis dann.